Absolventinnen und Absolventen, liebe Familien und Freunde, liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zur diesjährigen virtuellen Absolventenfeier der Wilhelm-Büchner Hochschule. Ich habe auch virtuelle Gäste im Studio und da freue ich mich, dass ich hier 14 Absolventinnen und Absolventen begrüßen kann. Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich sehe, Sie haben sich alle hervorragend ausgestattet. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Studienabschluss. Liebe Zuschauer, habe ich Verstärkung auf der Bühne. Ich begrüße ganz herzlich Professor Jürgen Otten. Darf ich im Namen der Wilhelm-Büchner Hochschule Ihnen herzlich gratulieren zu Ihrem Studienabschluss, zu Ihrem erfolgreichen Absolvieren der 2-3 Jahre. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Sie haben es ja gerade auch schon gehört, Fernstudium bedeutet ja eine Mehrfachbelastung. Sie haben das Studium, Sie haben die Familie, Sie haben den Beruf. Wie haben Sie das zusammen alles gemeistert? Selbstdisziplin, ja. Machen, dran setzen. Ich hatte auch bestimmt Phasen, wo es nicht immer so super diszipliniert war, ganz sicher. Ich glaube, das gehört auch einfach dazu in diesem Lernprozess. Aber letztendlich, ich denke, man muss einfach dranbleiben. Man hat das Ziel vor Augen, den Abschluss zu erreichen. Und ja, und von daher drückt man das irgendwie durch. Ja, irgendwie geht das schon. Wie ist die Stimmung bei Ihnen? Vielen Dank, Herr Kaiser. Die Stimmung ist natürlich super. Wäre natürlich vor Ort etwas schöner, aber man kennt ja die Situation aktuell. Aber wunderbar, passt. Und nochmal vielen Dank auch für den schönen Abend und natürlich auch für die Geschenke, die wir schon erhalten haben. Welche Funktionen haben die Arbeiten für die Studierenden und für die Wilhelm-Büchner Hochschule? Also für die Studierenden haben die Abschlussarbeiten sicherlich die Funktion, dass sie die Kompetenzen, die sie im Laufe des Studiums erworben haben, dann in ihrer Abschlussarbeit noch einmal gebündelt in einem größeren Projekt zur Anwendung bringen können. Und um dem eben noch mal ein bisschen stärker Ausdruck zu verleihen, haben wir uns ja entschieden, zum Ende dieses Jahres auch eine Schriftenreihe zu starten, in der man noch mal exzellente Arbeiten noch mal publizieren kann, eben unter anderem auch Abschlussarbeiten als eigenen als Hochschulpublikationskanal. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Allängst alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen. Und dann würde, was jetzt groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein, klein. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem abgeschlossenen Studium vom Hochschulrat der Wilhelm-Büchner Hochschule. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, wir freuen uns von Seiten des Hochschulrates, heute ganz besonders Sie begrüßen zu dürfen. Wir beglückwünschen Sie nicht nur zu Ihrem Studium, sondern auch zu hier diesem schönen Pokal. Aber wir wünschen nicht nur, dass Sie den sich auf den Schreibtisch stellen, sondern dass Sie Darmstadt im Herzen behalten. Bleiben Sie der Hochschule und der Region Darmstadt und dieser Region gewogen. Behalten Sie es vor allem in Ihrem Herzen. Feiern Sie noch etwas weiter, genießen Sie den Moment. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einige Impressionen mit Glückwünschen von Teammitgliedern unserer Hochschule präsentieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihren privaten und beruflichen Wegen. Und bitte bleiben Sie und Ihre Familie und Freunde vor allem gesund. Keep in touch, Ihr Stefan Kaiser. Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch! 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 Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss!